Hallo, ich grüße euch hier in der Star Wars Lounge. Die ersten Figuren sind eingekommen. Ich stelle euch jetzt auch das neue vor, das neue Kaufhaus, das Tante Emma, elektronische Tante Emma Kaufhaus, wo ihr demnächst hier in der realen Welt, bei der Tante Emma, hier vor Ort in der Star Wars Lounge, euch die Figuren anschauen könnt, die ihr dann auch über das Online beziehen könnt. Eine neuartige Sendung entsteht, und zwar das elektronische Kaufhaus. Wir zeigen euch Ware, alles Mögliche, stellen euch die Ware vor. Die Ware könnt ihr dann auch hier vor Ort live euch anschauen. Für diejenigen, welche die jetzt hier wohnen, können das machen und können sagen, wow, und könnt es auch kaufen. Ja? Ihr könnt halt diese hier, die sind leider vorbestellt, die könnt ihr jetzt nicht kaufen, aber wir stellen euch auch solche Sachen her. Für die Leute, die Exponate haben wollen, um die zu verschenken. Sie möchten die Exponate verschenken, jemanden, denn es ist Weihnachten, Ostern oder Geburtstag oder Namenstag, ne? Und kommen hier, können vor Ort mitnehmen, können sich das anschauen, können sich dann überlegen, ob sie es im Online-Kaufhaus kaufen. Ne? Sie können also ungekauft nach Hause gehen und es dort kaufen. Also für die 14- bis 24-Jährigen, die wissen Bescheid. Und für die, die leider 50 bis 90 unterwegs sind, es nicht wissen, die sehen auch die Sendung nicht. An alle 100% begeisterten Star Wars Fans, ihr wisst Bescheid, wovon ich spreche. Hier ist die erste, und sie bleibt auch, die erste Tante Emma vor Ort mit elektronischer Tante Emma. Ja, das verrate ich demnächst. So könnte man auch Amazon könnte man dann schon als Tante Emma sehen, als den Tante Emma Laden. Aber diesen Tante Emma Laden, den es hier gibt, vor Ort, ihr könnt mit mir sprechen. Ihr könnt euch mit Old Captain Rex unterhalten und Old Captain Rex wird euch dann auch die Ware zeigen, ob es hier egal wäre. Ja? Oder Anakin oder Luke Skywalker jetzt. Luke Skywalker aus Episode 8 ist ja schon da. In der letzten Sendung hatte ich die Figuren ja auch schon vorgestellt. Heute möchte ich einfach nur einen Kurzclip machen, einen sehr kurzen Clip. Ich will euch heute auf die Tante Emma einläuten, auf die elektronische Tante Emma, die demnächst als Kaufhaus, wo ihr die Figuren kaufen könnt. Ich möchte euch aber auch Firmen vorstellen, wo ihr diese Figuren kaufen könnt. Ich möchte euch auch andere vorstellen, wo ihr über die Figur schauen könnt. Und ich möchte euch auch die Kollegen und Kolleginnen zeigen, die ja tagtäglich ihre Videos machen und euch sagen, geht mal dahin und mit darüber philosophieren. Ich stelle euch demnächst vor. Heute nicht. Heute läute ich es nur ein. Ich hoffe, ihr habt richtig gewählt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ihr wisst, dass es jetzt so langsam in den Herbst geht. Und ihr wisst, dass es so langsam auf Weihnachten zugeht. Für die ganzen Star Wars Fans. Ja? Wir machen also, wie gesagt, das online. Ja, ihr könnt die online kaufen, ihr könnt die aber auch hier kaufen. Aber ihr könnt die auch nur anschauen, das dürft ihr auch. Cool, ne? Wir müssen nichts bezahlen, nein. Ihr müsst nichts bezahlen, schaut es euch an, spricht drüber, toll, will ich haben, dann mit. So, wie gesagt, wir haben hier Künstler, die die Exponate hergestellt haben, die einmalig hier sind und die auch einmalig hier gekauft werden können. Wenn die weg sind, sind sie weg. Das hier ist Mainstream, wenn... Den gibt es ja wohl öfters, der wird ja wohl nicht so schnell weg sein. Aber wir haben auch Exponate aus China, die dann, die habe ich auch schon zigmal in die Kamera gehalten. Ich halte sie heute nochmal zum letzten Mal in die Kamera. Das sind die chinesischen, Original China, mit allen chinesischen Grund, also ich kann kein Wort, kann auch nichts lesen da. So, das ist nur für die, die halt sowas mögen. So, und die, die durch Zufall hier vorbeikommen, in dieser sogenannte Tante Emma hier, in diesem Tante Emma Shop, der 1950 diesen Flair hatte, diesen gewissen Flair. Und diesen gewissen Flair möchte ich euch vermitteln. Ich möchte euch, also 14 bis 24 hier, die anderen Herren kennen den Flair schon, die haben ihr Alter, die wissen, wovon ich spreche. So, ich möchte euch diesen vermitteln. Früher war das so. Früher hat man nicht vor laufender Kamera ein Selfie gemacht. Früher hat man dann in dem Laden gekauft, war zufrieden, hatte seinen Spaß und so weiter. Man kann auch über den Preis reden und so weiter und so fort. So, und genau das wird jetzt ins Leben gerufen. Im Jahre 2018 geht es richtig los. Jetzt die letzten 3 Monate wird vorbereitet. Deswegen sind die Videoclips entstanden. Ich
Wir haben uns jetzt noch nicht so viel Mühe gegeben, weil wir jetzt, ich und wir, noch dabei sind, es auszutüfteln, weil es könnte reichlich Arbeit werden, wenn ihr dauernd bestellt, wenn ihr versteht, wenn mal. Mein Kollege nebenan macht das hier schon und der hat auch einen riesen Laden, wo ihr reingehen könnt, euch das anschauen könnt, könnt ihr auch kaufen. Meistens wird da nicht gekauft, meistens wird das sozusagen als Lager benutzt. Das ist eine tolle Geschichte. Da hat ein Spielzeugladen, riesengroß, das ist ein Eisenbahnfachgeschäft, mehr mit Eisenbahn, Mattel und all solche Sachen. Hat auch für die Kinder die blauen Püppchen, ihr wisst schon, wen ich meine, von Mattel und so. Und ja, das ist eine tolle Geschichte, wir auch. Wir sind aber reine Dienstleister, wir sind ja die Filme machen und so, aber wir haben halt auch so ein Kaufhaus, ein elektronisches Kaufhaus. Das wird noch richtig schön gemacht, das Ganze, so eine richtig schöne Tante Emma. Richtig tolle Geschichte wird das. Und in dieser Tante Emma könnt ihr einkaufen. Ja, nicht nur elektronisch, sondern auch hier vor Ort. Ihr könnt auch die Ware hier vor Ort euch anschauen. Wir bestellen sie euch gern, könnt ihr hier mitnehmen. Ihr könnt aber selber hier auch hier bestellen. Ja, die Computer sind da, alles ist da. So, wenn wir Glück haben, kriegen wir auch den Apple ans Laufen, weil die Firma, die uns momentan unterstützt, kann es nicht, deswegen haben wir uns eine neue ausgesucht. Ob die neue mitmacht, weiß ich nicht. Es sind ja nicht immer alle so pflegeleicht. Ja, manche meinen, sie sind Pflege, dabei sind sie Pflegel. Ja, sie sind Pflegel und keine Pflegeleichten, wenn ihr versteht, was ich meine. So, also wie gesagt, meine lieben Star Wars Freunde, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine tolle Sache vor, die elektronische Tante Emma. Mit der richtigen Tante Emma, als Fachgeschäft und mit viel, viel Spaß. Vor allen Dingen mit viel, viel Spaß. Ja, und nicht teuer. Das ist wichtig, nicht zu teuer. Ja? So, da sind sie. Scarus und Share Trooper. Combat Assault Tank Commander. So, und dann Luke Skywalker. So, ich bin weg. Ich läute es nur ein. Denkt dran, es kommt. Die elektronische Tante Emma, ein sogenannter Tante Emma Laden, nur die Website soll so toll gestaltet werden. In der heutigen Zeit ist es nicht mehr so möglich. 1995 nach der CeBIT, da konnten wir wunderbare Website machen, wir konnten wunderbar programmieren. Heute ist das alles ein bisschen zu kompliziert, weil jeder Geld verdienen will. Wenn man irgendwie Buchstaben haben will, muss man Buchstaben bezahlen. Wenn man das haben will, muss man. Heute müssen wir alles bezahlen. Wir müssen heute alles bezahlen. Früher hatten wir Spaß, da haben wir, hier, komm, ich habe eine tolle Sache, komm, mach, lass es sich Flash. Flash ist ja jetzt verboten, jetzt heißt es ja HTLM. Ja, ja, ist so. Okay, ich habe auch noch, wie gesagt, eine neue Serie vor, ich habe eine neue Comedy vor. Ich schaue mal, ob ich die auf den Weg bringe und ja, und ob die Spaß macht. Und ob die Spaß macht, werdet ihr ja wieder sagen, hat Spaß gemacht. Und viele wollen ja auch besuchen, ihr wisst ja, wie schnell das geht, ne? A40, einmal abbiegen, zweimal abbiegen, seid ihr hier. Das war jetzt für die Schauspieler, die Bescheid wissen. So, also meine lieben Freunde, ihr seid total und recht herzlich willkommen hier bei eurer sogenannten Tante Emma hier. Ne? Medienhaus, Copyhaus und vor allen Dingen im elektronischen Kaufhaus. Aber da mache ich später Werbung. Jetzt mache ich mein Schaufenster, damit ihr was zu schauen habt. Ich weiß, ich weiß. Ich mache immer so schöne Schaufenster, habe ich gehört. Meine Güte, dein Schaufenster ist aber so super. Na, ich habe das Geld nicht. Ich komme bei dir nicht rein. Das ist mir zu teuer. Meine lieben Freunde, ihr könnt reinkommen, schaut es euch an, ihr müsst ja nicht kaufen. Hier müsst ihr nicht kaufen. Ja? Ihr kauft ja sowieso online, also kauft ihr da von mir aus. Hm? Wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr müsst hier nichts kaufen, ihr könnt es angucken. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr es mitnehmt. Nicht so, bin ich ehrlich. Wenn ich so eine Lücke sehe, ich freue mich ja, dass die Lücke bald gefüllt wird. Weil die Figur ist verkauft und wenn die Figur verkauft ist, habe ich eine Lücke. Und dann muss ich sie wieder füllen. Und meistens kann ich sie nicht füllen, weil die Lücke dann so teuer wird. Weil so ein gutes Stück kostet heute 15 Euro, freue ich mich. Yippie, ich habe die Figur, 15 Euro. Mhm. 3 Tage später kostet 30, 15 Tage später kostet 100. So, toll. Ja, und ich habe sie halt, für wie viel habe ich sie abgegeben? Richtig. Ich habe sie für einen 10er abgegeben und kann sie nie nachkaufen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? Deswegen gibt es das Online-Kaufhaus. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber hier, in diesem... In dieser Star Wars Lounge und so. Da könnt ihr euch die Sachen anschauen. Ja, ihr könnt euch die Sachen anschauen und könnt damit
wie gesagt, entscheiden, ob ihr die haben wollt oder nicht haben wollt. Und ja, oder halt herstellen lassen. Ich habe jetzt viele Aufträge hier, ich muss jetzt viele Sachen machen. Ja, Unikate für Weihnachten. Ich freue mich schon drauf, wenn er die abholt, weil das ist ein Fan. Ist ein Fan. Ich sehe richtig, wie er Spaß hat, wenn er das sieht. Ja, also wir stellen ja auch viele Unikate her. Unikate, die hat er dann, sonst niemand. Und das macht Spaß. Es macht Spaß, wenn man sieht, wie die dann strahlend, glücklich hier rausgehen. Und unser Eins fühlt sich auch toll, weil wir wieder was erschaffen haben, ein Unikat erschaffen haben für jemanden, der das wirklich mag. Ja, okay, dieses Unikat kann sehr wertvoll werden für einen, der das unbedingt haben will, ist richtig. Wir hatten schon Figuren, die haben wir für 100 Euro abgegeben. Dann haben wir online geguckt, kam die Figur plötzlich 1000 Euro. Ja, kann auch passieren, aber mir persönlich egal. Ich möchte das Lächeln. Ich möchte einen lächelnden Kunden. Und ich möchte einen Kunden, der, wie gesagt, lächelnd rausgeht und lächelnd wieder zurückkehrt. Das möchte ich. So, und da die alle wieder gaffen da, ich begrüße die. Die lächeln, weil das Schaufenster ist offen. Ich wollte es an sich dann machen. Und ich mache es jetzt auch. Dann mache ich es auch wieder zu. Ja, genau. Also wir haben viele Ideen hier. Aber es geht hier um Star Wars. Und die andere Sache da ist die Comedian-Sache. Ne? Der Waschsalon, ihr kennt den Waschsalon, ne? Da vor der Scheibe rumlaufen und Comedian machen da. Okay, das ist aber in Köln. Und hier seid ihr in Essen. Ciao.